Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ah, ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na, wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow. Jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? No. Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lasse dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frage mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar.
Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt, das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind, und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker Schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Das hat ja Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Okay, der Wecker klingelt, also ist es Zeit aufzustehen. Was für ein Tag ist heute? Oh, ich hab's ja völlig vergessen. Heute ist Halloween. Das ist eine gute Nachricht. Es wird Zeit für ein paar schreckliche Streiche. Zuerst brauchen wir einen Luftballon, ein weißes Tuch und einen schwarzen Marker. Schaut mal, das sieht aus wie ein echter Geist. Ich habe selber nicht erwartet, dass das so cool aussehen würde. Diesen Geist werden wir in Mias Zimmer aufhängen. Ach, die schläft noch, das ist meine Chance, ich darf keine Minute verlieren.
Den Geist lasse ich hier direkt vor ihrer Nase. Und das ist noch nicht alles. Ich habe hier ein paar coole Handschuhe vorbereitet. Und jetzt bleiben noch diese Murmeln, die ich einfach auf ihrem Boden verteilen werde. Ach ja, und nicht vergessen, wir brauchen noch schön viel Slime. Der sieht gut aus, so richtig eklig. Wenn sie erstmal hinfällt, soll sie schön in diesem Slime landen. Ach ja, und statt der Tür möchte ich, dass sie nur noch eine Wand sieht. Ah, was ist das denn? Das ist ja ein Geist. Na, dass du wegkommst. Okay, das ist kein echter Geist. Moment mal, was ist mit meinen Händen passiert? Oh, wartet mal, das sind auch nur Handschuhe. Okay, alles klar, das sind alles nur Halloween-Streiche. Moment mal. Oh. Was ist da auf meinem Gesicht? Boah, dieser Tag hat ja echt blöd angefangen. Was? Wo kommt die Mauer auf einmal her? Das ist doch so eine Art Wahnsinn. Hallo Mia, Happy Halloween. Na, warte, Susie. Es wird Zeit, dass ich mich räche. Und ich weiß auch schon, mit welchem Streich ich das machen werde. Ich brauche einfach eine Tischplatte. Da mache ich ein Loch in die Mitte. Jetzt kommt noch schwarzer Stoff drüber. Da mache ich auch ein Loch in die Mitte. Und darüber einen riesigen Popcorn-Eimer. Davon schneide ich den Boden ab. Super, jetzt kommt da mein Popcorn rein. Wir haben es auch schon fast geschafft. Na, was sagt ihr zu meinem Halloween-Make-up? Jetzt erschaffen wir noch gruselige Atmosphäre durch einen guten Horrorfilm. Und durch das passende Licht. Von nun an seid still. Schaut einfach zu und ich verstecke mich unterm Tisch. Oh, ein Horrorfilm. Ist ja voll cool. Den muss ich mir ansehen. Ah, Popcorn, cool. Was ist das denn? Muss ich mir wohl eingebildet haben. Ah, mein Finger. Wer ist das denn? Was für ein Monster steckt da drin? Ich bin's. Ach, du meine Güte, nichts wie weg hier. Tut mir leid, Mia, aber jetzt werde ich mich definitiv rächen müssen. Für meinen nächsten Streich brauche ich so eine Gummihand hier. Die sieht genauso aus wie eine echte. Und ich brauche meinen Werkzeugkasten, und zwar diese Bohrmaschine. Es wird Zeit, dass ich noch mein Haus ein bisschen dekoriere. Wie soll ich das machen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh, du kommst aber rechtzeitig. Schau mal, ich habe eine Bohrmaschine. Das haben wir gleich ratzfatz geschafft. Atchi! Oh nein! Ich habe meine Hand durchbohrt! Susie, was ist mit dir passiert? Oh Mann, ich glaube, mir wird schlecht. Hilfe! Ah, sie ist drauf reingefallen. Was? Hä? Ist das Susies Hand? Oh, die ist ja gar nicht echt. Die hat mich schon wieder reingelegt. Na gut, dann wird's für mich Zeit, dass ich mich räche. Für diesen nächsten Prank mache ich mir eine Glatze. Und darüber setze ich diese Gehirnmaske hier. Sieht schon mal nicht schlecht aus, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Und zwar Blut. Dafür nehme ich mir rote Farbe und tupfe dieses weiße Verband da rein. Und jetzt wickle ich es vorsichtig um mein Fake-Gehirn. Sieht gruselig aus, oder? Jetzt muss ich noch eine Perücke aufsetzen. Susie wird nichts ahnen. Steht mir doch, oder? Ach ja, das Schild natürlich nicht vergessen. Das kommt hier auf den Rücken. Jetzt muss ich Susie finden. Hallo Mia, schau dir den Horrorfilm mit mir an. Ich hoffe, sie wird darauf reinfallen. Das wollte ich schon länger mal machen. Was ist das denn? Habe ich hier etwa die Haut abgerissen? Ach du meine Güte! Yeah, die ist voll drauf reingefallen. Süßes oder Saures? Ah, hier kommen die ersten Gäste. Bitte sehr. Hey, du hättest hier nur ein paar Bonbons nehmen sollen, nicht gleich die ganze Schüssel. Na gut, dem werde ich eine Lektion erteilen. Für den mache ich nämlich ganz besondere Schokoeier. Und zwar aus echten Hühnereiern. Einfach nur mit Schokolade überziehen und verpacken. Sieht toll aus. Süßes oder Saures? Ach, du schon wieder. Bitte sehr, ich habe dir was vorbereitet. Mal sehen, wie dir das gefallen wird. Ja, was für ein Fang. Yeah, ich liebe diese Kinderüberraschungseier. Oh.
das sind ja rohe Eier. Ist ja mega eklig. Streichespiel macht so viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit einem Kürbis. Das ist das ultimative Halloween-Symbol. Der Kürbis hat schon ein Gesicht. Jetzt kommen da noch ein paar Kerzen rein. Und diesen Kürbis stelle ich jetzt einfach unter Susies Bett. Weil sie gerade nicht da ist. Ich muss mich beeilen, bevor sie kommt. Toll. Und jetzt brauche ich noch diese Schuhe und etwas rote Farbe. Die Farbe kommt auf die Sohle, denn damit werde ich jetzt blutige Fußabdrücke auf dem Teppich hinterlassen. Oh, sieht toll aus. Nichts wie weg hier. Oh, das war ein anstrengender Tag heute. Ich bin müde. Ich muss mich entspannen. Was ist das denn? Habe ich da etwa Blut auf dem Teppich? Du meine Güte, wer ist denn da unter meinem Bett? Oh no! Steig sofort da raus! Haha, du bist echt drauf reingefallen. Nein, das ist gar nicht witzig und ich bin gar nicht drauf reingefallen. Mach, dass du wegkommst, Mia! Haha, du hast nicht getroffen! Ich hab doch nur einen Scherz gemacht und schon wirft die mit einem Kissen nach mir. Ich werde mich rächen müssen. Dafür nehme ich mir dieses schneeweiße Handtuch, lege es auf den Boden und hinterlasse ein paar blutige Handabdrücke. Ich habe festgestellt, dass das Susie ganz schön viel Angst macht. Genau diesen Effekt strebe ich auch an. Super. Das fühlt sich übrigens so toll an. Jetzt kommt dieses wunderschöne Handtuch wieder zurück. So wird sie auch keinen Verdacht schöpfen. Aber das Handtuch an sich ist noch nicht genug. Ich gebe einfach noch ein bisschen rote Farbe in diesen Duschkopf hier. Das muss sie dann so richtig erschrecken. Alles hat funktioniert und das Beste ist, dass ich keine Spuren hinterlassen habe. Diese blutige Dusche wird die absolute Überraschung für sie sein. Ah, ich habe noch eine brillante Idee. Ich werde einfach eine gruselige Seifennachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Wie wär's denn mit etwas wie "Ich beobachte dich"? Das klingt ganz schön gruselig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Susie auf diese Streiche reagieren wird. Es wird Zeit, dass ich mich dusche. Ich werde mich entspannen. Hä, was stimmt mit diesem Wasser nicht? Oh, das ist wieder schon ein Streich, oder? Hä? Woher kommen diese Abdrücke auf meinem Handtuch? Was heißt das denn? Jemand beobachtet mich. Ich zieh weg hier. Oh, was für ein schöner, festlicher Tisch. Genau das, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe. Okay. Oh, da ist schon jemand. Ich öffne die Tür. Wer ist denn das? Hallo, die Blumen sind für Sie. Oh, wie schön. So viele Süßigkeiten. Ich will alles davon probieren. Vor allem diesen Schokobrunnen. Da tunke ich erstmal den Marshmallow rein. Unglaublich lecker. Ich will noch was anderes probieren. Die Schokolade ist so lecker. Ich stelle die Blumen in die Vase. Super. Ich nehme noch den Keks. Yummy. Jennifer, was erlaubst du dir? Die Party hat noch nicht begonnen. Du hast bereits alles aufgegessen. Tut mir leid, Mia, aber ich kann nicht so lange warten. Die Schokolade ist so lecker. Nein, gib mir den Brunnen. Nein, gib ihn zurück. Ich will auch was essen. Los, nicht das. Oh mein Gott. Du hast mein Outfit ruiniert. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich bin für den Kampf bereit. Mach dich bereit. In dieser Challenge werde ich dich schlagen. Das glaube ich nicht. Ich bin nämlich zu allem bereit. Frische Erdbeeren, großartig. Na also, das fängt hier gar nicht gut an. Das würde ich nicht sagen. Ich liebe diese reifen Erdbeeren. Und die Schokolade macht die noch köstlicher. Willst du auch was probieren? Hey, Jennifer, was soll das? Das ist voll ungerecht. Ich wollte bloß, dass du mich genug beneidest. Diese Erdbeeren gehören mir und nur mir alleine. Oh, die sind so saftig. Perfekt mit der Schokolade.
Hör auf, das tut weh. Ach komm schon, das war aus Versehen. Oh, ich habe eine Idee. Willst du mich schon wieder ärgern? Ich kaufe dir das nicht ab. Nein, ich wollte dir bloß einen Trick zeigen. Voll cool, nicht wahr? Das war noch nicht alles. Pass mal auf. Ich werde all diese Erdbeeren in Schokolade tunken und hochwerfen. Oh Mist, nein. Hier ist was schiefgegangen. Oh Menno, jetzt bin ich voll dreckig und habe nichts davon probiert. Das hast du verdient, deine eigene Schuld. Mal sehen, wie du mit deinen Chilis umgehen wirst. Ich glaube, die zu essen wird schwieriger sein als deine Erdbeeren. Aber ich muss es schaffen, auch wenn ich gar keine Lust drauf habe. Ich habe mal gehört, es soll scharfe Schokolade geben. Was für ein Blödsinn. Das ist mega eklig, aber ich muss weitermachen. Mia, du bist ja ganz rot. Weil ich brenne. Hilfe. Was soll ich jetzt tun? Ich bin in Panik. Du hättest mir einfach ein Glas Wasser geben können. Ich muss dringend die Schokolade trinken. Jetzt geht's mir viel besser. Ich fühle mich nicht ganz gut. Ich muss mich etwas ausruhen. Los, nicht das. Du hast mein Erdbeeren verbrannt. Sorry, das war aus Versehen. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was unter diesem Deckel ist. Oh yeah, es gibt Skittles. Was könnte besser sein? Und was hast du? Lass es uns herausfinden. Oh nein, das ist ein roher Fisch. Voll ekelhaft, der stinkt ja. Dann iss ihn so schnell wie möglich. Ich kann das auch nicht riechen. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Mal sehen, wie du das schaffen wirst. Wenn du es schaffst. Hey, hey, hey. Halt das Ding bloß fern von mir. Oh, Menno. No! Warum hast du mich erschrocken? Ups. Das wollte ich nicht. Hier, nimm deinen Fisch zurück. Okay. Okay, je schneller ich anfange, desto schneller bin ich damit fertig. Das war's auch schon. Das war ganz schön furchtbar. Wie auch immer, mein Beileid. Jetzt kann ich aber mit meinen Skittles weitermachen. Ich schütte die in eine Schüssel und nehme mir einen großen Schöpflöffel. Das wird die Sache viel einfacher machen. Kannst du mir auch was abgeben? Nein, komm mir ja nicht in die Quere. Siehst du, ich bin beschäftigt. Ich setze meinen genialen Plan um. Endlich. Skittles mit Schokoladenüberzug. Was könnte besser sein? Das bezweifle ich nicht. Ich will auch was probieren. Yummy. Gib mir sofort meine Süßigkeiten zurück. Sei nicht so gierig. Wir sind doch Freunde. Schau mal, wir haben die Skittles in den Schokobrunnen geworfen. Genau. Das ist sogar besser so. Mann, ist das lecker. Ich kann auch was probieren. Nein, auf keinen Fall. Ich habe doch Nein gesagt. Das werde ich dir nie vergessen. Lass uns weitermachen. Was für ein leckerer Burger. Ich liebe es. Und was hast du? Eine riesige, wahnsinnig schöne Torte. Die Creme sieht so verlockend aus. Was machst du da? Fass ja nicht meine Torte an. Iss lieber deinen Burger. Du hast recht, ich habe was zu tun. Den tunke ich jetzt in die Schokolade und werde ihn probieren. Yummy. Ich habe noch nie einen Burger mit Schokolade probiert. Oh Mann, ich hätte es besser nie getan. Dummkopf, es war doch klar, dass das richtig eklig sein würde. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich muss einfach alles aufessen, was drin ist. Die Gurken, die Tomaten, den Salat, die Boulette. Und das Brötchen mit Schokolade wird dann mein Dessert sein. Ach, den Käse hätte ich ja fast vergessen. Den muss ich vorher essen. Das schmeckt voll lecker ohne Schokolade. Und hier kommt die Boulette. Ich liebe es. Ich bin schon ganz schön satt. Und jetzt kommt was Süßes. Na los, mach es endlich.
Hab noch etwas Geduld, ich bin fast fertig. Okay, jetzt sind nur noch die Brötchen übrig. Genauso, wie ich es auch geplant habe. All right. Die tunke ich in die Schokolade. Weißt du was, das sieht fast wie ein Schokokuchen aus. Oh Mann, wie lecker. Mein Plan hat funktioniert. Das war's. Ich bin froh. Also kann ich meine Torte probieren? Aber wie soll ich das machen? Ich will mich nicht schmutzig machen. Okay, ich schneide die Torte einfach in kleine Stückchen. So ist es viel einfacher, sie in den Brunnen zu stecken. Ich muss Gas geben. Komm her, meine kleine Torte. Ich habe eine Schokodusche vorbereitet. Ich bin mir sicher, das wird eine Schokobombe. Sieht fantastisch aus. Und schmeckt super. Lee, auf was. Bitte, bitte, wir sind doch Freunde. Das ändert aber nichts. Nein. Och, Mann. Ich glaube, ich muss diesem gierigen Mädchen eine Lektion erteilen. Ich werde einfach Tabasco in den Schokobrunnen geben. Mal sehen, was sie dann sagt. Nur ein paar Tropfen werden genügen. Und jetzt heißt es abwarten. Ich will noch mehr. Das ist so richtig gut. Gefällt's dir wirklich? Du fragst noch. Natürlich. Aber warum ist das so scharf? Mein ganzer Mund steht in Flammen. Oh, ich muss dringend was von der Schokolade trinken. Oh nein, es wird immer schlimmer. Ich brenne immer schlimmer und schlimmer. Oh nein, sie hat viel zu viel Schokolade getrunken. Ich muss sie löschen. Gab es denn gar keine andere Möglichkeit? Thank you. Ist egal, Hauptsache mir geht's besser.